Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Radio Nord. Weiter geht's mit der Kampagne. Ich bin bereit, hoffentlich ihr auch. Von daher schauen wir uns an, welchen Choral wir heute haben. Let's go. Alright. Lass mal sehen. Das letzte Mal lief es ja, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da sind ja ein paar Leute gestorben. Heute die Sünden des Vaters. Tageszeit 9.30 Uhr. Sorry übrigens für das hier oben. Ne, das hier oben. Irgendwie spielt da das Licht nicht ganz mit. Keine Ahnung, was da los ist. Adresse Hotel Clementine 8 und Vigora, Stadtzentrum von Los Suenos. Die zurückgelassen haben ein nahegelegenes Hotel überfallen, in dem die Familie von Senator Fremont derzeit übernachtet. Sie fordern Fremont dazu auf, sich zu seinen Taten zu bekennen, wenn er nicht das Blut seiner Familie an den Händen haben will. Dachaufzug und so weiter und so fort. Da müssen wir wahrscheinlich gleich nachher noch kurz schauen, was das Beste ist zum Einsteigen. Aber lass mal sehen. Sorry. Ja. Falsche Taste, ich muss nach hier schauen. Zuerst mal die Einsatzbesprechung. Bringen Sie uns ins Chaos, retten Sie die Zivilisten. Alright, listen up. At approximately 3:30, we received reports of a potential situation at the Clemente Hotel. Reports are that the Fremont family is currently sheltering there. Yes, it's the same Fremonts as the politician involved in the shooting yesterday. How reliable is the source? Dispatch has the head of hotel security on the line. He was alerted to the situation by one of the Fremont kids. Michael Fremont, age 20, first drew their attention to the situation. He'd been outside returning to the hotel when he reported seeing an unknown number of armed suspects trying to enter the premises via the external fire escape. I don't need to point out to any of you how much the department doesn't need a prominent politician's family being murdered right now. We've got security to put a lockdown in place, and we have visuals in the hallways, but nothing in the penthouse suite itself. We're getting the blueprint sent through, but if they don't get here in time, we'll just have to go in blind. Time is of the essence here. We know there are 6 family members up there, along with several members of their private security detail. We need to get the family out, without any casualties. We're going in with lethal force. We can't afford any fuck-ups on this one. Am I clear? How are we entering the building, sir? Right. We're going in 2 ways. I want half of you to follow the suspect's entry route up the fire escape. Get up, get in, get out. The rest of you, I want you inside on the stairs. Clear out any civilians to the lobby. I want you at the penthouse ASAP to get the family members out. 9052, cab number. All right, brace yourselves. We're 2 minutes out and have reports of shots being fired. Remember, this is the 14th floor. I want you all up there fast. Alright, wenn er uns schnell da oben haben will, würde ich sagen, gehen wir über das Dach hinein. Machen wir gleich nachher. 6 Leute auf jeden Fall mindestens. Und Sicherheitspersonal und Zivilisten. Aber wie viele Shooter das gibt, wissen wir nicht. Rogue Secret Service Agents. Das Team ist mit der Sicherheit der Familie Fremont betraut und hat die Aufgabe, auf Notfälle zu reagieren, Bedrohungen einzuschätzen und sie zu beschützen. Die abtrünnigen Agenten waren der Familie für die Dauer von Cornelius' Kampagne zugeteilt worden. Diese Personen haben eine lange, undurchsichtige Vergangenheit mit geheimen Operationen in Übersee für verschiedene Spezialeinheiten. Okay. Also sprich, die Beschützer haben sich gegen sie gestellt. Dann haben wir hier Belle Fremont. Belle ist das Juwel der Familie Fremont und arbeitet als Sachbearbeiterin ihres Vaters für seine politischen Angelegenheiten. Sie ist Cornelius' Schützling und ihre Ambitionen, in seinen Fußstapfen zu treten, rühren daher, dass sie die erste weibliche Präsidentin werden will. 2002. Okay, seine Tochter. Lucille Fremont, Cornelius Fremont Frau, seit 30 Jahren und eine gläubige Christin, eine Mainline-Protestantin. Sie lernte ihren Mann kennen, als sie in ihrer Jugend Harvard besuchte. Sie waren und sie, und,
Also mein Deutsch. Sie waren und sind beide politisch brisant. Lucille hat Ambitionen, die nächste First Lady zu werden, und sie ist Cornelius in Bezug auf ihre politischen Ansichten sehr ähnlich. Man könnte sagen, dass sie die treibende Kraft hinter seinen Handlungen ist. Jack Chock Fremont, der jüngste Spross der Familie Fremont, er hat wenig Ambitionen, in die Politik zu gehen und interessiert sich mehr für Videospiele. Alex Fremont, Alex war ein Spieler der Division A, bevor er sich am rechten Knie verletzte und zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen musste, die leider dazu führten, dass er seine NFL-Karriere nicht fortsetzen konnte. Ira Fremont, Nee Whiteman. Ira ist verheiratet mit Alex Fremont, den sie 2015 bei einer politischen Veranstaltung kennenlernte. Sie begann, in die politische Welt der Familie einzutauchen, pflegte ein Netzwerk von persönlichen Beziehungen. Sie bemühte sich, aktiv ihren eigenen Weg in der kalifornischen Politik zu finden. Und zu guter Letzt eigentlich Michael Fremont. Okay. In den früheren Morgenstunden vor der Geiselnahme fuhr er entgegen der Anweisung seines Personenschutzteams mit seinem Skateboard durch die Innenstadt. Michael war der Erste, der die Zurückgelassenen dabei beobachtete, das Hotel zu betreten, bevor er in die Lobby eilte und mit dem Aufzug in den 14. Stock fuhr, um seine Familie zu warnen. Er benachrichtigte den Sicherheitsdienst des Hotels über die Vorkommnisse, die sofort Alarm schlugen und den Notruf verständigten. Überwachungskameraaufnahmen vom Aufzug. Aufnahmen einer Überwachungskamera, die einige Agenten des Secret Service zeigen, die den Aufzug etwa zu dem Zeitpunkt verlassen, zu dem die Schüsse laut Aussagen abgegeben wurden. Mindestens 5 Leute sehen wir hier. Und das hier könnte eine Waffe sein. Medienberichterstattung über den Zwischenfall im Hotel Clemens. Schlüsselkartenbild. Foto von Schlüsselkarten, die für den Zugang zu den Hotelzimmern verwendet werden. Und noch ein Notruf. 911, this call is being recorded. What is your emergency? This is Hugo Gutierrez, head of security at the Clemente Hotel. We're going to need SWAT here ASAP. We've got reports of a number of armed individuals entering the building via the fire exits. We have reason to believe they are targeting Cornelius Fremont's family. Can you repeat that name for me, please? Cornelius Fremont. His family is sheltering here on the 14th floor. And you said it's the Clemente Hotel? Yes, ma'am. Can you confirm the address? It's the Clemente Hotel on 8th and Figura. Do you have any visual on the suspects? No, ma'am. Their son, Michael Fremont, reported seeing the men going up the fire escapes on the side of the hotel. We're sending a squad to you. Hold tight. Do not engage with the assailants. Do you have any visuals of the floor? We've got surveillance footage on the external sections on the floor. But nothing inside the penthouse itself. Do you have any visuals on the exterior of the property? We should have, but the feed is down. Okay, the team is en route. Prevent anybody else from going up to that floor. And consider implementing... Michael Fremont has taken the elevator to the penthouse. For reference, he is wearing a bomber jacket and a pair of blue jeans. Okay, the team is a few minutes out. Stay put. They're inside the building. I've got contact on the cameras. I have a visual on Michael Fremont. He's entering the penthouse. Okay, can you describe the individual? Shit! We got shots being fired! Your team better be here! They are inbound. I need you to stay on the line and do not, I repeat, do not engage with the suspects. Michael Fremont. All right, listen up. At approximately 3:30, we receive... Der ist hier auch nicht... Doch, der ist hier aufgerichtet. Der jüngste Sohn eigentlich... Ne, der zweitjüngste Sohn. Hat eine Bomberjacke und blaue Jeans und wurde wahrscheinlich angeschossen, wie es sich anhörte. Jetzt ist die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Apartment auf dem 13. und 14. Stock? Kann ich das wieder wegmachen? Reports of a potential situation at the Clemente Hotel. Reports are that the Fremont family is currently sheltering there. Yes, it's the same. Starte doch nicht einfach wieder. Current Entry Point Dach und wir müssen hier also unbedingt schnell rein. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich vor Ort beim Clemente Hotel und ja, ich starte mein Team wieder mal aus, diesmal mit Lethal Force und mal schauen, es wird. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wird es schlecht werden.
nearby. Suspects are armed and have made it clear they'll kill them if provoked. Proceed with extreme caution. Alright, Leute, da sind wir. Right with you. Wir haben zwei Schilder. Ich habe das Teleskop. Immer eine Blendschutz. Granatenwerfer und eine Schlossnähe zum Türen öffnen. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Deploying Chemlight. Wollte ich nicht. Kann man hier unten durch? Nee, kann man nicht. Schade. Ah, es könnte lustig werden, weil es ziemlich dunkel ist. Okay, das hier ist, glaube ich, unser Entry Point. There, go. In route. Hä? So stimmt, ich habe das geändert. Man sieht ja gar nichts. Ach du Scheiße. Okay, wait kurz. Bildschirmbild, das ist zwar cool, aber kann es sein, dass die Grafik dort mega shit ist? BPS-Grenze. Auflösungsskala ist auf 200. Von dem Teil. Man erkennt nichts. Mal schauen, ob ich das so lasse. Wir können es jetzt mal hier probieren bei dieser. Ich glaube nicht, dass die Kamera so shit wäre. Sorry, ich muss das ändern. Ich glaube nicht, dass die Kamera so shit wäre. Man sieht ja nichts. Okay, hier ist eine Falle. Dropping a chem light. Wieso? Sorry nochmal. Das ist auch etwas falsch. No. Heute läuft's gut. So. Jetzt. Disarming. Sorry dafür. Es ist sonst doof, wenn der. Warte, nochmal schauen. So, links hört man auf jeden Fall Stimmen. Könnte eine längere Folge werden, weil das Gebäude, glaube ich, ziemlich groß ist. Red. Stay on me. Behind you. Under what too? On me. I got you. Ah, shit. Move to my front. No, wait. Provide support. Form a diamond. Schützt mich kurz, Leute. Alter, ist es dunkel. Okay, keine Falle. Großer Raum, uneinsichtbar. Aber ich höre gar keine Stimmen. Natürlich abgeschlossen. Könnte lustig werden. Element to talk. We got a deceased civilian requesting TEMS. Talk to Element. Copy that, entry team. Proceed with mission.
Frage ist halt, wie gehen wir vor? Haben wir jetzt hier eigentlich eine Karte, die besser ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Second story, first story. Living room. Dining room, gallery. Warum kann man die Karte nicht... Doch, man kann die Karte bewegen. Hands up, asshole! Police don't fucking move! Put your fucking hands up! Get down! I want to see hands! Element to talk. Suspect down. Talk to entry team. Roger, entry team. Das lief jetzt beschissen. Das ist jetzt doof. Good to go. I hope everyone's okay. Hands up! Drop to your knee! Down on the ground! Move! Hands on your head! Do it now! Police, get down! Entry team to talk. Suspect is down, but free. Got him. Safe. Police, hands up! Red team. Blue team. Irgendjemand bitte fixieren, Leute. Provide cover. Move there. On the way. Okay, here's our safe. I have to do this. Light stick. Civilian ready to go. Lead to talk. Civilian secure. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. Over there. Going. Ich muss, die müssen hier wieder Stay on Diamond, Diamond Formation. Alles ist dunkel hier. Okay, ist bloß ein Bad ohne irgendwas. Put your hands up! Alter, die Musik. Ich würde jetzt lieber hier durchgehen, weil hier haben wir eine Tür, die da in den Gang führt, dann können wir zumindest durchschauen und sehen, ob da was ist. Okay, geradeaus geht's. Durch. Keine Falle. Keine Falle. Nee, ich wollte eintreten, bitte. Hands on your head! Now! Get down! Element. Oh, suspect down. Shit. In need of temps. Talk to police, element. Police, down on the ground. Roger that. Down on the ground now. Medical assistance is standing by. Got a bag. Good. Junge, ist das hier riesig. Das kann lustig werden. Keine Falle. Okay, das geht. Schritte. Get down now! Hands up now! Drop your knees! Oh fuck, ich muss nachladen. Get on the ground now! Get on the ground now! Die Taschenlampen helfen auch nicht wirklich viel, dass er Blende das hilft. I'll bag it. Safe. I got cuffs. Making it safe. Suspect cuffed and secure. Hands up! Down on your knees! Arrest him. Put your hands up! Okay, das ist einer der Söhne. You hurt anywhere? Ist das hier eine Tür? Ich sehe nix. Good to go. Are you okay? Civilian ready for transport. Talk. Incoming. Get down on your knees! Können wir dich, kurz hierhin bitte, damit du aus dem Schussfeld da drüben bist, dass da die Tür aufgeht. Schmeiß einfach mal eine Granate runter. Hands on your head.
down on your goddamn knees! Hands up, do it now! Hands on your head, move! Get down on your knees, hands up! Okay, da unten ergibt sich jemand. Hands up! Okay, der ergibt sich auch. Das ist zwar gut, aber da kommen wir nicht hin. Seht ihr überhaupt etwas? Ich glaube schon, ne? Keine Falle. Sieht gut aus, dass durch die Tür haben wir da auch schon geschaut. Ernsthaft, jede fucking Tür ist zu. LSPD, don't move! Zum Glück habe ich mehr Munition hier mitgenommen. Hands up, above your head! Putting down a chem light. Von da kamen wir. Also Backtracking wäre das hier. Aber trotzdem immer gut, kurz mal zurückzuschauen. Kannst du eigentlich dein Schild einsetzen? Get the shield out. Move in with the shield. Und du auch, danke. So, sprich, hier drüben wäre alles safe. Okay. Blue. Out the way, move sir. Over there. On the move. Cover me. All clear. Und Rot kommt mit. Fall in behind me. Right with you. Wir haben hier noch ein paar Räume zum Sichern. Da drin waren wir. Ist der fixiert? Ich glaube schon, aber es sieht nicht so aus. Chem light out. Okay, hier drüben haben wir, glaube ich, noch ein paar Dinge. Herr Blau soll lieber hier hinkommen. Blue Team, there. I'm moving. Police, get down! Put your hands up! Es ist doof, dass die Tür offen ist. Keep your hands up! Gold Team, there, move. Moving. Oh shit. Blue. Okay, da müssen wir aufreihen teilen. Split the door. In position. Öffnen. Out of the way, sir. You're in my way, sir. Knacken. Schrotflinte. In the way, chief. Hit the door with the shotgun. Flash it. Hands up above. Schlechte Idee. Contact. Der ist fast dead. Hands up now. Das war eine schlechte Idee, der ist fast dead. Hands up, do it now. Ich kann euch sagen, der ist so gut wie dead. Suspect comes in secure. You gonna move? Need you to move. Police, get your hands up. Okay, safe. Alles gut? Naja. Ich sag da mal nichts dazu. Post up and cover the area. I'm good to go. Das war eine schlechte Idee von mir. Ich hätte die links, also rechts, aufsäcken sollen, statt links und rechts. Let me see those hands. Get down and keep your hands up. Down on your knees. All safe. Ist ein Bad. Soll ich auch safe sein? Get down. I want to see hands. Yes. Ich glaube, hier gibt's nicht wirklich Evidence, die wir einsammeln können. Chemlight. So würde ich jetzt einfach mal vermuten. Gold. Split and provide cover on this door. Ah, shit. Put your fucking hands up. Einfach mal. Get down. I want to see hands. Rufen, zum Schauen, ob irgendjemand. Provide support on me. Hands up. Drop to your knees.
Okay, eine Person mindestens. Sich da unten ergibt. This must be where they got down in. On the ground! Move! Hands on your head! Do it now! Police, get down! Können wir die Tür hier wetschen? Lock that door. Damit niemand von hinter uns kommt. Police, hands up! Put your hands up! Da drüben ist der Safe, der Lift, der Safe. I'm not gonna hurt you. Good to go. One of the guys had a shot down. Entry team, good to go. Hands on your head, now! Roger, entry team. Get down! Great work, keep going. Police, down on the ground! Down on the ground, now! Ich wechsle mal kurz das Magazin. Ist mir gerade lieber. Get down now! Hands up now! Drop to your knees! Get on the ground now! There, go. On the way. Get on the ground, now! Hands up, down on your- Cover this area, restrain him. Put your hands up! Fixiert ihn, Leute. You have the right to remain silent. Anything you do or say can be suspect detained. Entry team to talk. Suspect secure. Talk reporting. There. Copy, entry team. You got notifying trailers. I'll move there. Get down on your knees! Secure. Blue team. Post up. Getting into place. Red team. Through the door and clear. That's affirmative. Oh no, wait. Provide support. I'm going. Hands on your head. Ich hab vergessen, dass da vielleicht Dings fallen sind. Deploy shield. Kannst du bitte dein Shield einsetzen? Move in and clear it. Roger. Nee, warte. Swap. There, go. Heading out now. Red. Dynamic movement. Move Roger. And clear. Moving in. Down on your goddamn knees. Hands up, do it now. Hands on your head, move. We're with the police. Down on your knees, hands up. Hands up. LSPD, don't move! Please! Hands up! Above your head! Element. Move in, bang the room and clear. Dynamic movement, flash and clear. Please. Ich gehe mit blauem Team. Get down! Drop the gun! Don't make your hands up! That switch! Going in! Police! What? Officer down, officer down! Put your hands up! Alter, war das schlecht. Okay, das war unglaublich schlecht. Hands up above your head! Fuck! Officer down! Shit! Ah, man. All teams. Search the room for contacts. Get you out of here. Das war doof. Let me go. I didn't do anything. Hands up. Hands up. Do it now. Police, get your hands up. Let me see those hands. Das läuft alles gar nicht gut. Okay, Swap Magazine. Irgendwelche wichtigen begin a search. Secure any contacts. Sachen. Red. Ernsthaft?
2 Leute sind dead von mir. Entry team to talk. Officer down, we need Thames right away. Talk to entry team. Copy. Aber ganz ehrlich, man würde niemals bloß ein 5er-Team hier reinschicken, so ein großes Hotel. Niemals würde man das tun. On my 6. Soll ich nur das rote Team? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen vor uns. We have a suspect down here. Need Tim's ASAP. Talk to entry team. Got him. Copy. EMTs and trailers are standing by. Security, making it safe. I'll safe it. Evidence secured. I'll zip it up. Bitte hier hängt. Evidence good to go. Kannst du dein Schild bitte einsetzen? Du stirbst sonst auch noch. Get down and keep your hands up. Arrest him. Down on your knees. Get down. I want to see hands. Do this for safety. Put your fucking hands up. Get down. I want to see hands. Hands up. Drop to your knees. Okay, you're safe. I can't think of a reason in the world. Deploying chem light. Lead the talk. Officer down. Down on the ground. Move. Talk to element. Copy that, entry team. Notifying morgue. Hands on your head! Do it now! Police, get down! Police, hands up! Cuff him! Put your hands up! Handcuff. Stay calm and quiet until we're done. Hands on your head, now! Civilians cuff and good to go. Das hätte schief gehen können. Weil das war ein ganz anderer Raum. Das hätte sehr schief gehen können. Dropping a chem light. Get down! Police, down on the ground! Down on the ground, now! Get down! Team to talk. One suspect down, breathe. This is talk. Copy. Clean house and we'll take them out. Er hat jemand von euch den Stinger Granatenwerfen? Werfer? Move and clear. Use a launcher. Hands up now. Drop to your knees. Get on the ground now. Don't move. Opening on the right. Opening on the left. Get on the ground now. Nah. Fucking hands hell. Up! Down on your knees! Put your hands up! I'll get him ready. Stay calm. He's been dead! Officer down. We no longer have... Be advised! Be advised! This is talk. Ah, fuck. Downed officers reported. Nur von einer... Weil wahrscheinlich noch einer dead ist. Zwei von... Fuck. Das lief ganz schlecht. Starker Stress, im Einsatz getötet. Aber einer ist dienstunfähig. Heißt das einfach... Er kommt wieder zurück in den Dienst, weil er nicht dead ist, sondern... Ja, einfach angeschossen. Oder ist er auch dead? Das ist die Frage. Ich glaube, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Mal schauen. Das lief gar nicht gut. Shit. Lief überhaupt nicht gut. Lass mal kurz schauen. Chief Alvarez, please call us. In Therapie. Handlungsunfähig gemacht. Handlungsunfähig gemacht. Officer Lee wurde getötet, Sie müssen ihn ersetzen. Officer Brown ist gestresst, gönnen Sie ihm eine Pause. Officer Carson ist nach dem letzten Einsatz aufgrund des Einschreitens des Therapeuten beurlaubt worden. Der Officer Carter ist gestresst, gönnen Sie ihm eine Pause. Also einer ist bloß dead. In Therapie. Zur Therapie schicken. Also nee, schon zwei eigentlich dead. Lief schlecht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir es nochmal versuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Fuck. No! Somebody please help! Get back! We'll make it out of this.
Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?